So, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Papers, Please. Ich hoffe, ich habe dieses Mal nicht ganz so sehr übersteuert wie letztes Mal, weil letztes Mal musste ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben einen Hochpassfilter auf meine Stimme legen, weil ich so stark übersteuert habe. Egal, das Spiel ist immer noch sehr, sehr, sehr laut. Und ich spiele es immer noch auf dem Tablet, da ich bisher keine Rückmeldung bezüglich deswegen erhalten habe. Was aber auch eventuell daran liegen könnte, ich meine eventuell, dass das Projekt noch gar nicht raus ist und ich jetzt einfach nochmal eine weitere Folge aufnehme. So, wir spielen derweil natürlich die Geschichte weiter, wie ich sehe. Erstens steht da ein Datum dran. Zweitens wird mein anderer Speicherstand gespeichert. Das ist sehr gut. So. Eine Medaille habe ich und wir setzen das ganze Spiel mal fort. Wir haben aufgehört, als wir den Spion enttarnt haben. In Anführungszeichen wir. Und das Ganze, dann schauen wir mal, was jetzt noch alles kommt. Ich habe jetzt 3-4 Tage Pause gemacht. Dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. So, die Musik geht weg. Und willkommen im Dezember 1982. Inspektor, ein verdeckt operierender Agent des Ministeriums für Information ist enttarnt worden. Das Ministerium für Grenzschutz hat seine Dienste als Vermittler angeboten. Mehr dazu später am heutigen Tage. Es lebe Astoska. Sonst noch was? Nee. Interessant, würde ich mal sagen. So. Irgendwie läuft es heute flüssiger wie gestern, sage ich schon, wie letztes Mal. Aber es kann mir jetzt nur so vorkommen. Des Weiteren, ich hätte die Helligkeit vom Bildschirm ein bisschen höher einstellen sollen. Verzeiht ihr mir das noch kurz? Es tut mir leid. So, fortsetzen. Aber jetzt kann ich was sehen. Gut, Grundvorschriften. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Person muss einen Pass haben. Alle Dokumente müssen aktuell sein. Inländer benötigen einen Ausweis. Einreisegenehmigung brauchen die Ausländer. Arbeiter benötigen einen Arbeitsausweis. Keine Waffen- oder Schmugglergut. Und Diplomaten müssen akkreditiert sein. Sollte eigentlich noch machbar sein. Nanu, warum geht jetzt der Soldat da rein. Hallo. Bist du der Spion? Was? Nein. Das ist also der Dank. Ich lese es nicht alles vor. Aha. Ich bin mal gespannt, ob er uns das dann auch zahlen wird. Und außerdem musst du noch leben. Kennen wir den Kerl nicht? Ja, gut. Also das Erste, was mir mal auffällt, die Einreisegenehmigung hätte ich gerne. Dankeschön. Magnus Wiedinski, männlich, Dokument ist gültig, das hier ist gültig, Arbeit 6 Monate, ein halbes Jahr. Erste, gültig bis 1.17.1983, bla bla bla. Ich sehe jetzt da kein Problem. Korista Stadt, gibt es das in der Vereinigten
Vereinigten Föderation, das muss ich kurz durchklicken. Kurvestadt gibt's. Also wenn ich jetzt nicht irgendwas ganz dämlich übersehen habe, dann sollte es das gewesen sein, aber ich kann ja was übersehen haben. Nein, dieses Mal habe ich nicht. Papiere bitte. Vereinigte Föderation, Choristerstadt gibt's, weiblich. Das Dokument ist gültig. Sie bleibt 8 Wochen. Ich komme zu Besuch. Da stimmt doch was nicht. Okay. Dann sucht sie eben Arbeit. Hückmann heißt die ganze Dame. Trea Hückmann. Das Foto sieht okay aus. Da ist der Pass. Da. Nehmen Sie alles mit, reißen Sie ein. Mal schauen, was ich übersehen habe. Ach, nichts. Sehr schön. Mein Gott, die schauen ja grimmig an. Ich habe nicht viel Zeit. Passen Sie heute darauf auf. Ich werde von einem Hochstapler verfolgt. Okay. Das heißt, die echten Papiere sind hier. Das da ist, sind die gefälschten Papiere. Hoffentlich. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Durch das Land reisen. Transit. Er bleibt 2 Wochen. Das gültig ist bis 27.12. Die Nummer passt. Feria Thomas. Er ist männlich. In Republiken gibt's Enkio. Ah, da warst du schon. In Republiken gibt's nicht Enkio. So. Papierfälschung. Papierfälschung. Passfälschung. Raus. Nächster bitte. Das hier waren die falschen Angaben, oder? Guten Tag. Papiere bitte. Republiem. Glorian Menier. Freunde besuchen. Sie bleibt 2 Wochen. Wieso sind die Namen unterschiedlich? Sie hat ihren Namen erst neulich geändert. Wieso glaube ich das Ganze nicht? Verdammt, hat sie wirklich. Sind es die richtigen? Okay. Gut, dann zack, zack. Das stimmt alles, das stimmt alles. Das Foto ist okay. Die Nummer stimmt. Tschüss. War garantiert was falsch. Wieso? Jedes Mal, wenn ich das sage, wird's richtig, aber das macht's nicht besser. Papiere bitte. Dankeschön. Schwarzgeld nehmen und dann auch noch das die falschen Papiere geben. Das ist doch fast perfekt. Antigerien. Diplomatisier. So. Astoska ist die Genehmigung. Die Nummer stimmt. Die Namen stimmen. Sie ist weiblich. Ihr Pass ist abgelaufen. Das ist kein Schreibfehler. Tschüss. Diplomaten müssen das eigentlich wissen.
Mein Gott, sieht die aus. Sie ist weiblich, sie kommt aus Paradisina, aus dem Burnton District. Burnton gibt's. 47 Kilo, 1,62. Jetzt zweifle ich jetzt mal an. Ah. Ist aber okay. 20.03.1951. Das Ganze hier ist gültig. Drecks kommen. Ich habe eben das Gefühl, dass so einen hatten wir schon mal. Auch hier Veskilo. Ah, Moment, das gibt's. Da ist er. Fran, weiblich, 14. Doktor, das ist Orvich. 20.59, 51. Ja. Aber das Gewicht. Guten Tag. Aha. Ja, schieb's aber auch immer genau so, dass man da nicht sieht. Raus. Gestatt. Das muss ich mir merken. Gestatt. Freunde besuchen. Ein Jahr, das halt das Erstskript rausziehen. Das ist eine Diskrepanz. Also, das ist schon ein bisschen, dass man sich da so sehr vertut, ist schon. Philipp Rohn, Pass ist nicht abgelaufen. Männlich, Antegerien und Groß-Gause, gibt's das? Es ist eh gleich rum. Derien Großgause. Gibt's. Genehmigen. Tschüss. Ha, perfekter Tag. Leertaste für Prüfmodus brauchen wir nicht. Wir sparen uns die 10. Alle sind hungrig und der Sohn ist okay. Bestechungen 10. Das ist das, was am Ende übrig geblieben ist. Okay. Aha, in Kollegien gibt es also anscheinend auch Probleme. Oh, ich glaube, wir kriegen Besuch. Inspektor, heute wird Ihnen die Abteilungsleitung für den Distrikt Ostkrestin einen Besuch abstatten. Legen Sie Ihr bestmögliches Verhalten an den Tag. Es lebe Astoska. Okay. Die Schlange ist schon da und der Typ braucht lange, 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 bis er bei mir ankommt. Guten Tag. Nun. Die sind hier der Inspektor. Aha, ja. 14 Verweise. Minister für Grenzschutz, Anerkennung für Dienst nach Vorschrift. Wow. Er kommt in 10 Tagen wieder. Das heißt, in der Zwischenzeit behalten wir es mal schön da unten.
Wir sind rebellisch. Guten Tag, Papiere bitte. Zu Besuch. 3 Monate. Nummern stimmen überein. Anreise bis 2.11.1982 entspricht nicht der Wahrheit. Tschüss. Da. Nächster bitte. Sie bleibt ein paar Monate, aber upsa. So. Aber das stimmt hier nicht. Tschüss. Das können wir hier gar nicht gebrauchen. Nächster bitte. Aber schon interessant, wie ihn eigentlich dieses Spiel es dazu zwingt. Zwingt, dass man Leute verhaftet, weil man jetzt dafür Geld kriegt. Dum-da-dum, wir können warten. Na gut. Ja, so sollte das eigentlich auch nicht sein. Gäbe garantiert dafür auch irgendein Beleg oder sowas, aber 14 Tage. Sie. Mal bitte die Fingerabdrücke. Das sieht zwar gut aus, aber ich mache den Sicherheitscheck. Ja, das sieht gut aus, das stimmt. W. West Christine. Kollegchen, gibt's das? 17.19.30 bis zum 14.12. Zeit. Tschüss, machen Sie mir keinen Ärger. Einwanderung. So weit, so gut. Männlich kommt aus Shingleton. Gerade Region, Vereinte Föderation, Shingleton gibt's. Ja, das sieht doch gut aus. Tschüss. Viel Spaß bei uns. Schon wieder so ein Typ. Keine Ahnung, was er will, aber okay. Zwei Monate und angegeben sind 3 Monate. Mann, Touchscreen, Diskrepanz entdeckt. Ja, wir müssen so lange bei uns bleiben.
Dann das nächste, die Namen. Schauen Sie sich mal die Namen an. Die stimmen mir. Stimmen auch nicht. Die wollen. Jetzt willst du aber auch alles wissen. Nee, ich lehne nur ab. Nein, es gibt natürlich Arrest. Wir wollen ihr Geld. Oh je. Ich bin irgendwie konzentriert, aber dafür ist gerade der Kommentierstil vom Let's Play, glaube ich, nicht so genial, aber pff. Was soll's. Ich habe hier Arbeit. Ja, natürlich. Auf einmal ist sie nur auf der Durchreise. Das ist gültig. Die Nummer stimmt überein. Nufartal. Groß Gaus. Gibt es das in Antigerien? Groß Gaus gibt's. Na dann. Viel Spaß. Halt das hier. Nein, das hier. Das haben wir's. Ich hab's Geschlecht wieder mal nicht überprüft. Arbeitsausweis. Einen Monat dürfen sie. Ein paar Wochen ist okay. Kollegchen, Vedor, keine Ahnung. Das hier stimmt schon mal überein. Wo gehört Miguel? Ja. Jetzt müssen wir noch ganz kurz gucken, ob es in Kollegchen auch Vedor gibt. Ja, aber die gibt's. Na dann. Viel Spaß. Würden Sie bitte Ihre Dokumente nehmen? Das wäre sehr toll. Das haben wir an dem sehr viel Zeit gefressen. Guten Tag. Transit. Ich bleibe 2 Wochen. 15.12. Dokument nicht abgelaufen. Aus Zug kein Dingsbumstor. Passt. Genehmigt. Ich habe das Geschlecht nicht überprüft. So. Guten Tag. Da haben sie aber Glück gehabt, dass ich sie noch reingelassen habe. Vereinigte Föderation. Er bleibt 90 Tage. Arbeit. VB03X. Samajoglokens. Das Ganze passt. Der Pass ist auch noch gültig. Das da ist gültig. Viel Spaß in Astoska. Okay. Achso, ich muss ja nicht mehr drücken. Die Tage werden anstrengender. Die Kabine gibt es immer noch. Wir verzichten mal wieder sicherheitshalber auf die Nahrung, damit wir Geld kriegen könnten, wenn wir wollten. Diebstahl im Ministerium für Grenzschutz. Uff, ja, nein, das mache ich heute Abend nicht mehr, denn ich merke, es ist vielleicht keine so gute Idee, dass ich das heute noch mache.
Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Papers, Please, beziehungsweise hören uns. Oder eben bei einem anderen Projekt hier auf dem Kanal und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze, ihr kennt die ganze Geschichte, ja. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Tschüss!